tranquility of Beorn's Hall was shattered when a devastated Glowin arrived, exhausted and anguished. The old dwarf tearfully explained how he'd met Bilbo in the outskirts of the Greenwood, and how they'd been ambushed by great spiders who had taken the dear hobbit. And to think that Bilbo Baggins rescued us from such webs. It's almost more than I can bear, sobbed the old dwarf. If only Gandalf were here. Alas, the Grey Wizard was nowhere near Beorn's Hall. But another group of hardy folks had arrived shortly after Bilbo left for his evening walk. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play The Lord of the Rings in Card Game. Mal wieder. Part 3 müsste diesmal sein. Ja, mal gucken, was für eine Gruppe das sein wird. The time has come to begin your journey. Go forth and farewell. Okay. Create an Asmodee.net account now to unlock additional heroes and cards to use on your further adventures across Middle Earth. Also, ja gut, wir retten Bilbo doch nicht, der kapiert wohl einfach. Ja, gut, dann haben wir das auch geklärt. Und wir können mal schauen, ich mir das Bild genau angucken. Das sind, glaube ich, die neuen Gefährten, ne? Also hier ist Gandalf, Frodo, Aragorn, Sam müsste das sein. Legolas, Gimli, Boromir, du bist ja eh tot. Alter, hier, guck mal. Ey, wer ist er denn, ey? Okay. Ja, Gratulation, du hast den Prolog abgeschlossen. Das ist ja super, ne? Jetzt machen wir mal Continue, mal gucken, was jetzt kommt. Ah, jetzt muss ich mir ein Konto erstellen. Gut, ich glaube, hier machen wir mal ganz kurz einen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück nach dieser kurzen Pause. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt auf einer Landkarte, und zwar auf der Karte von Mittelerde, wer es erwartet. Ja, ich habe jetzt einen Account, das ist wunderbar. Und jetzt haben wir hier neue Abenteuer vor uns. Einmal der Fürst der Fäulnis und des Schattens langer Arm. Ja, wir beginnen mal mit der Fürst der Fäulnis und gucken mal, was uns dort erwartet. Ja, man kann auch Koop spielen, wie ihr sehen könnt. Und die Erzählung ist einfach, Abenteuer ist schon, boah, sag ich mal, in normalen Bereichen, Herausforderung ist schon, schaffen nur die wenigsten. Aber wir machen das mal Abenteuer. Denn nach einem Tutorial ist man gleich sofort Profi of the Edge. So, verbinden. Verbinde mal ein bisschen schneller. Sehschrott ist anregend. So, mal gucken, was jetzt kommt. Ein Ladebildschirm, den leben wir alle. Yorven steals a glance across the flames at the ragged and frozen strangers. Their starving eyes follow his every move as he ladles portions of stew into wooden bowls. What happened to these poor people? The nights grow long now, he mutters. But not as long as during the winters of the Warlock. It is said that, during his reign, the Black Frost would descend from the heights, and the people of the Moon would haunt the plains. The strangers stare at Yorven, mouths agape, food forgotten. For the dread Lord of Angmar had used his spells to summon the Mordraur, the Table Hound of Thangorodrim, the King of Carrion. Yorven stops. One of the strangers has stretched out her hand as if to ward against his words. Do not invoke his name, she moans, as the others huddle together, shivering in fear. Do not invite him in. Lowering her trembling hand, the woman gazes into the fire. For the King of Carrion has returned. Das hört sich ja super an. Wir gehen mal direkt zum nächsten über. It is the dead of winter, and evil is afoot. Ever greater numbers of northern Bjornings have come seeking refuge. Ragged and starving, they tell of a black frost that kills and corrupts, of the rise of moonlings, and a sea of fangs, and the King of Carrion. Grimbjorn has summoned you for a meeting. As you arrive at his hall, a vigorous debate is underway among the local chiefs. The refugees' stories are too strange, too vague, too desperate to grasp what is really taking place in the shadow of the North Mountains. My Da used to scare me with tales of restless Mordraur, Grimbjorn says, giving you an earnest look. My people are besieged. The forces of Dol Guldur are rekindled. The spiders harass our forest trails, and the western passages have become unsafe. This winter is the bitterest in recent memory.
And now, we have many more mouths to feed. Will you help us uncover the truth of this new devilry in the north? Natürlich werden wir Ihnen helfen. You cross the ford near the Carrick and head north, staying to the snow-covered plains just east of the foothills. The weather is frigid, and the nights are black. After sundown on the fourth day, you arrive at the Siros, a wide tributary to the Anduin. On the far shore of the frozen river, you discern the outlines of a darkened building, perhaps a farmstead or fisherman's house. When the howling of wolves swells behind you, you decide to cross the ice and seek shelter for the night in the structure, whatever it may be. The first 100 paces proceed without event. Then, with a dull grinding and moaning, the ice shifts beneath your feet. Something snaps, and the frozen expanse jolts violently. Flows breach the surface in some places. Long cracks form across it in others. Behind you, blurry shapes pace to and fro along the bank. Wolves, summoning the courage to dare the ice themselves. Ja, also wohl lebensmüde, sich gegen uns in den Weg zu stellen, ne? If by life or death I can save you, Argon. I will. Mine is the choice of Luthien. Arwen. My axe is restless in my hands. So, wenn du mit mir gerade aus wieder setzen willst, welche wollen wir denn setzen? Ich würde tatsächlich sagen, die ist eigentlich bei dem Hatschützen, ne? Trotzdem, wir werfen den mal raus, weil er hat die 6 Leben und er hat 4. Bei der Fall haben die halt noch beide den hier. Das hätte ich jetzt zuerst. Flieger was im Weiß. Ich habe ein paar. Achso, das ist so ein Flieger, ein Klärchen. Alles klar. Das ist aber niemand, den bitteren Axtkrieger, gleich mal sofort. Obwohl, nie, Schwachsinn, wir nehmen den Flieger. Ja, machen wir hier. Obwohl. Dann direkt den Flieger, einmal den Flieger, bitte. Welcome to Rivendell. Welcome to Rivendell. So, der direkt gleich, das ist ein Barwurst. So. Farewell. Oh, Rivendell! So, tschüss. I serve no man. Okay. Irgendwie mit dem Gegner einen Schaden zu. Okay. Haben wir hier noch was? Hatte einen Dingsbums. Schauen wir mal den hier. Ich hab schon wieder vergessen, was das war, aber es war, glaube ich, gut. Was soll's? Was machen wir mal? Wir machen es mal auf Arwen. Okay, das ist gar nicht mehr so schlecht. So. Dann hat der auch mal nur Schaden. Ja, was? Was ist das denn? Okay. Alles klar, ich frag gar nicht mehr nach. Hallo, Körper. Ach,
scheiße. Egal. Gut, okay, der ist so gut wie tot. Du machst einmal Attacke auf... Warte mal, du machst Attacke auf den. Du machst einmal Attacke auf Dagger. Du machst nochmal... Ja, nochmal Attacke auf den. Sonst hat er nicht. I serve no man. Gut, und dann hauen wir doch mal. Ich werde sogar. Was macht den hier? Aragorn, was macht er denn jetzt? Überlegen. Das Ding darf da ja nicht dreimal sein. Das ist ja hier brechendes Eis. Aber der gefrorene Fluss, der muss ja auch so weg sein. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, eigentlich eher darauf. Aber die beiden sind ja auch noch da, die machen uns die Toten. Das ist kacke. Wir gehen jetzt mal auf den, weil der hat eh keinen Schaden und der hat auch noch ein Leben. So, und zunächst mal müssen wir uns um die Dinger hier kümmern. Auffrischung. Jo, eindeutig Arwen. Jetzt sind wir wieder ein Pferdchen hier. Geil, der Pfleger ist wieder da, das war unsere Rettung. Gut, du bist... Füge einen Schaden zu, ja, das ist ja super, sogar sehr super. Und die haben 5, wenn die einen wegkauen, dann könnten die auch da was wegkauen. You breathe so loud, I could shoot you in the dark. Ja, jetzt nicht. Alles klar, das muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, dann machen wir das mal bei Aragorn. Welcome to Rivendell. So, alles klar, also Aragorn, du tötest ihn jetzt mal bitte, weil der geht mir auf den Sack. I serve no man. Wunderbar. So. Ja, Vaku, du jetzt mal. So, du attackierst das Ding. Reißt das Teil an. Oh, Rivendell! Und Gimli, mach mal das Fettding. Ja, guck mal, wenn wir jetzt noch eine gewartet hätten, wären wir jetzt schon raus aus der ganzen Nummer hier. So, okay, endlich auch irgendwie. Wie konnten wir denn unser Ding dann nochmal erhöhen? Ich weiß es gar nicht. Nein, ach. Die zwei Karten, ja, machen wir mal. Okay. Ja, wir müssen das Ding erstmal jetzt fertig machen. Ich halte ein. Behalten wir mal schön auf der Hand. Das ist ein Zwerg einfach nur. Fernkampf. Aragorn kapiert uns sowas von nächste Runde. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wir müssen jetzt aber auf jeden Fall erstmal das Ding da wegbekommen. Das sollten wir eigentlich auch schaffen. Ich muss kurz überlegen, was jetzt eigentlich im Schlauchsten, aber den müssen wir auch noch wegkauen. Der hat 3, ne? Wenn ich Aragorn noch in der nächsten Runde benutzen kann, kann er im letzten Atemzug den da zerstören, das Rudel da. Der krepiert uns eh bald weg und den brauchen wir auch noch für die Dinger. Das Schwert behalten wir erstmal. Wir sitzen erstmal. Ich setze hier mal einen, weil der auf Fernkampf ist. Okay, oder auch nicht. Setze ich doch den ein. Okay, das geht alles nach unten. Ah, nein, was ist das denn? Alles klar. So, Attacke darauf. Verdammt. Okay, warte, bevor da jetzt irgendwas passiert, machen wir einmal den hier.
So, ja, ja, das läuft. Farouk Kazad! He cannot stand alone! So, Aura kommt jetzt wahrscheinlich drauf. Können. So, jetzt haben wir gute Karten. Kundschafter aus Ephelion. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht tatsächlich. Den Kiffer. Wenn jetzt wieder so eine Schiss. Obwohl, das ist ja keine Ereigniskarte, müssen wir das dann noch. So. Oh Gott sei Dank. Passt doch bitte. Dankeschön. Und auf den. Hammer Antons! So. Farouk Kazad! He cannot stand alone! Zack. I serve no man! So, jetzt wird interessant. Ja, war nicht klar. Aber wenigstens haben wir ein Ding schon mal wieder weg und dann sind es zwei. Hier war Aragorn. Man hat hier Sauron keine Karten. So, das machen wir jetzt auch einmal. Ach Mensch, aus Tal wieder. Okay, jetzt geht's ab. Der hat viel Leben, ne? Wir hauen erstmal da ein bisschen Schaden drauf. Rivendell! The fate of the bearer is in my hands no longer. Farouk Kazad! Nein, scheiße. Farewell. Farewell. So, gut. Greifen wir das Ding an. Farouk Kazad! Beenden hier, egal. So, Attacke auf den hier einmal. Und den haben wir nochmal da was drauf. Dann hat der jetzt schon mal 4 Angriffe für die Runde. Alles klar, oder auch nicht, das war wohl nicht so schlau. Okay, jetzt haben wir hier nur solche Ereignisse, das ist wieder noch hallo, ganz ruhig. Jetzt mach ich noch auf den. So. Gut. Du attackierst das Teil. Alte Block. Ich schau mal, was das finde. Reduziert es. Jetzt zeigen wir auch noch einen Gegner rein. Ne, ich mache erstmal Blocken auf Arwen, weil Arwen ist jetzt gerade unsere Hexe hier. So. Ja, war klar, aber ich wusste, dass jetzt ein Gegner kommt. Der hat 3 Leben, ne? So, dann mach Gimli einfach, ne? So, weg mit dem. Ich habe gesagt, Gimli. Farouk
The dwarves are upon you. For Rivendell! Faruk Hazard! So, nur zur Sicherheit hau ich da auch einmal drauf. Weil da kannst du den sofort weghauen. Du weißt, ist der? Wenn er jetzt noch ein dritter kommen würde, wäre der am Arsch. In der nächsten Runde hauen wir den erstmal weg. Mach nie mal Auffrischung. So, schützen. So, wie gesagt, wir hauen da erstmal das Ding drauf. For Rivendell! Ja. Baruch Hazard! Der hat eh nichts mehr zu verlieren, deswegen haut er Baruch Hazard! Baruch Hazard! So. My Lord Denethor! Oh Gott. Oh, du kannst mal schützen. Sollten wir nicht schaffen, wenn alles gut läuft. Frischen wir den mal auf. Raus. Den Hüter hole ich hier dann gleich. Ja, ist super. Gut, dich hole ich rein. None shall enter. Attacke auf das Ding. Baruch Hazard, Adonai! Wir haben es geschafft. Puh. Boah, das war. Ich kann mich schon ein bisschen ins Schwitzen hier, ne? So. Gucken, was jetzt kommt. Safe at last upon the far side of the river, you climb the shallow slope and approach the abandoned building. Snow has leached within through cracks in the doors and windows, while harsh winds and the ravages of wildlife have thinned the thatch to feeble patches. Strangely, the wooden beams are almost black, as if petrified or rotted by the cold. Spindly grey veins cover much of the stonework as well. The fine tendrils fall to dust where touched. Then you hear discordant scraping from the well nearby. You approach, weapons drawn. A shaft of moonlight reveals a terrible sight below. A young woman, clothing shredded, scrabbles at the sides of the well. You move to lower the bucket rope, but a companion grabs hold of your wrist. You take a closer look at the woman.
and notice her black fingers, black eyes, black lips shriveled into a cruel rictus. The rope slides from your hands. You're looking at a thing out of legend and nightmare. A child of the black frost, a moonling. Ja, gut, das hört sich ja interessant an, aber wie der Kampf gegen den Mondling oder was auch immer uns entgegensteht aussehen wird, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge von The Lord of the Rings, The Living Card Game. Bis zum nächsten Mal.